Yo Leute, willkommen wieder zurück zu One Piece. Ich wollte natürlich sagen, willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende für Untor, falsches Spiel. Wir sind aber dennoch auch hier im fünften Kapitel, ebenfalls auf der Suche nach einem legendären Schatz, den ein gewisser Piratenkönig namens Cortez hier irgendwo auf der Insel versteckt haben soll, auf der Isla Corsaria. Nur, dummerweise sind wir nicht ganz normal auf der Insel gelandet, sondern wir sind mehr oder weniger eher gestrandet. Wir sind abgesoffen, haben aber knapp überlebt, das Schiff ist weg und Bartomp, der Steuermann, wurde auch hinfortgespült scheinbar. Der ist weiterhin vermisst. Schon seit 3 Tagen sind wir jetzt auf dieser Insel. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Aber jetzt gehen wir mal in den tiefen Dschungel und hoffen, dass wir Bartomp und die anderen beiden Toads, die glaube ich noch bei ihm sein müssen, dass wir die endlich finden. Ein dichter Urwald, hier wachsen sicher auch viele tropische Blumen. Das ist wohl wahr und deswegen, oh, gleich mal ein Sternsplitter, super, und da haben wir wieder einen komischen Wiesenfuzzi. So, jetzt sind wir erfolgreich. Wir wurden ja auch schon angegriffen von solchen blauen Flammen. Boah, Einschlag und Tod, das war geil. Und immerhin noch 3 Sternpunkte, geil, sehr schön. So, warte mal, jetzt habe ich schon etwas länger nicht mehr gespielt, muss wieder gucken, welche Orden aktiv. Multisprung, ATV, Erstschlag, Erdbeben, Charge, BP Plus, Kraft Plus, Kraft Plus P. Und Ausweicher, Stachelschild, dass ich auf stachelige Gegner drauf springen kann. Daneben, damit kein gegnerischer Erstangriff passiert. Alles Klärchen. Ja, und hier gleich mal wieder Sternsplitter gefunden. Sehr schön. Und oh, wieder ein neuer Orden scheinbar. Das ist ja immer so. In jedem roten Block ist immer ein Orden drin. Diesmal haben wir hier welchen Orden? Es ist der Wirrschlag. Dieser Hieb verwirrt Gegner, führt zu Kontrollverlust. Beim Gegner natürlich, nicht bei uns. So, und hier drin? Ein Hartpanzer. Nee, den brauche ich nicht. Den will ich auch gar nicht. Der nimmt nur unnötig Platz weg. Im Moment will ich das nicht. Oh, und hier wieder ein Wiesenfuzzi. Und take this! So, na dann, Multisprung. Bams und Bams. Und Kopfnuss. Zack und zack. Die haben sowieso keine Chance gegen uns. Die sind ja viel zu schwach. So, braucht gar keinen. Und oh, auch wenn sie sich multiplizieren, haben sie trotzdem keine Chance gegen uns. Weil sie nur noch mehr... Ja, weil sie halt weniger KP haben. Zack und zack und das war's. Aber wenigstens geben die dafür extra Sternpunkte. Jetzt haben wir 12 Sternpunkte durch diesen einfachen Kampf gewonnen. Supi. Das nächste Level-Up wird also nicht so lange auf sich warten lassen, hoffe ich mal. Das hoffe ich wirklich. Weil, ja, 62 Sternpunkte, ich meine, 27 Ordenpunkte, die hätte ich dann gerne mal auf 30 erhöht. Und dann vielleicht irgendwann mal endlich wieder die BP. Die Blütenpunkte sind ja eigentlich auch ziemlich wichtig. Aber alles mit seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So, und ich glaube, hier kommen jetzt gleich neue Gegner. Irgendwo. Die kommen... Ja, hier, zack. Neue Piranha-Pflanzen gibt es hier nämlich. Gleich zu dritt. Na, die werden schön Sternpunkte geben. Und take this! Gubrina Scanner. Das ist nämlich eine Faulpiranha. Das ist eine Faulpiranha. Das sind giftige Piranha-Pflanzen von seltsamer Farbe. Maximale KB 8 und Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Die Techniken der Faulpiranha sind bissenfeuriger Atem. Wenn sie dich mit ihrem Atem vergiften, sinken deine KB auch nach dem Angriff weiter. Ja, diese miesen, fiesen Viecher können mich vergiften. So, und jetzt zeige ich euch halt, wie gesagt, normalerweise könnte ich auf die nicht draufspringen während ihrer spitzen Zähne, aber mit dem Stachelschildorden kann ich trotzdem einen Multisprung machen und nehme keinen Schaden. Na, seht ihr? Richtig geil. Das wäre ohne den Orden natürlich nie möglich. Uah, Alter, ist das eklig. Kleiner Schaden nach dem Zug durch Vergiftung. Jetzt haben sie mich leider erwischt. Das wird er nicht büßen. Das Blöde ist nur, der Stachelschildorden, ich glaube, der gilt nur für Mario und nicht für den Partner. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Kopfnuss mit Gumbrina. Nee, also sie tut sich weiterhin weh, dann gilt der echt nur für Mario, aber hätte das sein können, dass er für beide wirkt, aber leider nicht. So, Erdbeben. Das trifft wenigstens beide. Ihr werdet noch dafür bezahlen, dass ihr mich vergiftet habt. Und ja, machen wir doch einen Multisprung, dann ist Schluss.
Und tot. Naja, immerhin 9 Sternepunkte. Aber wenigstens hat jetzt die Vergiftung aufgehört. So, und jetzt nehme ich mal lieber... Ja, ich nehme mal Kupia oder vielleicht Barbara. Naja, Feuerzeug, der braucht aber so viel. Ich nehme lieber wieder Kupia wegen dem Powerpanzer. Dann kann ich ja mehrere Gegner angreifen. So, und passt mal auf, hier. Zack. Ja, einfach mal so ein Block. Das ist so fies. Oh, Mann, das konnte ich nicht mal einen ersten Griff machen. Fies. Na, wartet. Kupio gibt's ihn mit dem Powerpanzer. Yes. Ich meine, viel Schaden hier. Yeah, Breakdance. Kupio ist cool. Richtig cool. Und Erdbeben. Shake the ground, bitch. Und die. So, verdammt. Ein Schadenspunkt zu wenig. Das ist eigentlich ganz schön gemein. Aua, Mann. Kupio, verteidige dich. Na, geht doch. So, ihr wollt es nicht anders. Multisprung. 1, 2 und 3. Und auf wieder, tschüss. Boah, jetzt habe ich nur mal einen Blütenpunkt, also... Aber schon 80 Sternpunkte. Aber wie gesagt, einmal möchte ich noch gerne... die OP auf 30 zumindest mal erhöhen, das ist dann ein schöner Wert und dann beim daraufvollen Level Up dann wirklich mal, vielleicht sogar zweimal hintereinander, die BP mal auf 30 erhöhen, das wäre echt nicht schlecht. So, oh, seht mal, seht ihr, dass sie funkeln? Da zwischen den zwei Blättern, da funkelt was. Tatsächlich noch ein Sternsplitter versteckt, voll fies. Okay, habe ich irgendwas dabei, was... Ja, schon, der Blütentee aber 20... Genau 20 BP für den... Ne, den will ich mir aber noch aufheben. Honigschaum oder Pilzsteak? Das Pilzsteak gebe ich auch. Der Honigschaum wäre nicht schlecht. 10 KP. Wollen die auch wieder nicht. Ne, komm. Pfeif drauf. Wir kriegen das auch so hin. Hier brauche ich allerdings jetzt Blaze. Also hier noch nicht, aber da drüben dann. Ich nehme sogar mal ihn hier so zum Angriff. Und zack. Los, komm. Ja, ersten Griff erfolgreich. Oh yeah. Zahl auf Farb kommt, habe ich ja immer noch meine Sternattacken. Die könnte ich euch übrigens jetzt auch mal zeigen. Wir haben ja mit dem Rubinstern endlich mal eine weitere offensive Sternattacke gelernt. Und zwar den Power Ring. Schadet allen Gegnern, die du eingekreist hast. Verbraucht aber 4 Einheiten, aber das macht ja nichts. So, ziehe mit dem Sternkreis um deine Gegner. So, jetzt kann ich hier wirklich schön Kreise ziehen. Und damit... die Gegner einkreisen. Und jeder Kreis macht halt immer wieder ein bisschen Schaden. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit. So, und alle tot. Was für Opfer. Das ist die Kraft des Rubinsterns. So, es fehlen nur noch mal 11 Sternpunkte und dann haben wir endlich wieder ein Level Up. So, hier brauche ich jetzt Blaze. Sehr schön. So, und genau hier haben wir endlich wieder einen weiteren Insignienblock. Das heißt, da brauche ich auch wieder ihn und... Ja, toll. Ich habe die Taste nicht gedrückt, voll Idiot. Dann probieren wir das gleich nochmal. Das kann manchmal passieren, wenn man nicht richtig reagiert. Kein Problem, jetzt sind ja wenigstens alle Gegner im Moment weg. So schnell kommen die auch nicht mehr wieder. Hoffe ich mal. So, bitte stelle ich jetzt hier so hin und... Ja. Oh yes. Jetzt haben wir wieder, ja, 7 Insignien. Das reicht eigentlich wieder für 2 Level-Ups für die Partner. Aber im Moment ist das eh nicht wirklich möglich. Und hier haben wir sogar noch einen richtig geilen Donnerzorn. Angriffskraft gegen alle Gegner hier 5. Trifft halt alle Gegner. Sehr praktisch. So, alles klärchen. Nehmen wir trotzdem wieder Kupio. Wer weiß, was kommt. Beim Klappauter mal diese verfluchten Geister! Hey da, hey, das ist doch Mario! Dich gibt es also auch noch! Du kommst gerade recht! Schnapp dir die beiden hier! Ihr müsst fliehen! Aber was hast du vor, Badum? Überlasst die Geister mir und macht euch aus dem Staub! Das ist der Befehl! Es reicht doch, wenn es einen von uns erwischt! Los, haut ab! Nein! Tu mir besser, was Badum gesagt hat. Verschwinden wir hier. Badum, Entschuldigung. Aber ich... Also ich... Entschuldigung.
Och, weg ist der. Entschuldigung, aber ich muss jetzt auch ganz flott. Ach so, du da, vor dem Fernseher. Ich denke zwar, du hast mich schon erkannt, Mario darf aber noch nichts wissen. Aber wer ist dieser Du da vor dem Fernseher? Ich finde das immer so geil, es gibt manchmal echt Anspielungen darauf, dass manche Charaktere wissen, dass sie in einem Videospiel drin sind. Und dann reden sie quasi mit dem Spieler. So, Bartom hat sich jetzt also quasi geopfert und die Gegner abgelenkt. Jetzt habe ich hier, was habe ich gerade gefunden? Ein Hotelgutschein? Ja, tatsächlich ein Hotelgutschein, den brauche ich jetzt nicht wirklich. Und seht mal, da hinten ist eine Palme und eine Röhre. Okay, und seht mal hier ein ganz nützlicher Orden. Nämlich der Eispower-Orden. Kein Schaden beim Sprung auf brennende Gegner. Das ist ein geiler Orden. Der braucht auch nur einen Ordenpunkt. Allerdings, naja, habe ich den im Moment nicht zur Verfügung. Im Moment jedenfalls. So, Schabadoing. Und jetzt haben wir hier nochmal eine weitere Insignie. So. Aber wie war das jetzt nochmal wegen der Röhre? Da komme ich doch, glaube ich, irgendwie hin, wenn ich, genau, wenn ich hier runtergehe. So ein ganz schmaler Pfad. Kann ich hier runter. Und mit Blaze komme ich hier auch rüber. So. Kleiner Yoshi-Freund. Schön rüberstrampeln. Und abwärts. So, okay. 91 Münzen. Das ist natürlich die Frage, soll ich doch irgendwas einsetzen? Oder werfe ich irgendwas weg? Mein Hotelgutschein, naja. Das ist jetzt so eine Sache. Vielleicht doch den Honigschaum verwenden? Nee, das wäre aber... Nee, das ist Verschwendung. Nee, das ist echt Verschwendung. Weil wenn ich jetzt nämlich dagegen haue, passt auf, dann bekomme ich... Eine Kokosnuss! Souvenir von der Insel, leider nicht besonders lecker. Ja, gut. Darüber lässt sich streiten. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Kokosnüssen, vom Geschmack her. Dann werfe ich halt den Eishauch weg. Und zwar wirklich den Eishauch, weil der Donnerzorn ist eh stärker. Und jetzt habe ich den sogar doppelt. Und vor allem ist mir das auch irgendwie wichtiger. So, komme ich da irgendwie mit... Nein, komme ich natürlich nicht rüber. Verdammte Kacke. Hätte aber sein können, ja. Hätte ja sein können. Dass sich das ausgeht, aber es geht sich natürlich wieder mal ins Popolek nicht aus. Egal, wir machen jetzt aber erst noch weiter, bevor wir zurück zum Lager gehen. Gehen wir hier noch weiter gucken. Oder soll ich den doch schon... Komm, ich will irgendeinen anderen Orden kurz rausnehmen. Vielleicht den Anti-Vorheben dafür. Der Eispower-Orden, den lasse ich wirklich dauerhaft angelegt, weil der ist einer der nützlichsten Orden. So hier, Eispower. Mario nimmt keinen Schaden beim Sprung auf brennende Gegner und vor allem erhöht Angriffskraft gegen feurige Gegner um 1 und senkt den durch diese Gegner zugefügten Schaden um 1. Also ein super duper praktischer Orden, den bekomme ich einfach mal so und braucht doch nur ein OP. Der ist mitunter einer der nützlichsten Orden und gerade hier auf dieser Insel werden wir den super gut brauchen können. Das heißt, jetzt kann ich auch auf diese Flammengegner einfach draufspringen und mache den sogar noch mehr Schaden. Das ist obergeil. Das legendäre Sieb habe ich ausgerechnet hier. So, ich glaube, das richtet jetzt wieder nach einem Kampf, nämlich trotzdem Kukio. Oh mein Gott, ey. Was macht ihr denn hier? Ersten Griff erfolgreich. Aber ich glaube, nach diesen Kämpfen ist mir mein Level-Up sicher. So, jetzt habe ich aber zu wenig BP für Multisprung. Ist klar, Mann. Warte mal, ich habe Sternenfit. Keine Sorge, beim Level-Up wird ja auch die Sternenenergie wieder aufgefüllt. So, komm, ich muss ein paar Blüten treffen. Bitte, Blüten! Genau. Naja, 5 BP. Ist ja nicht mal schlecht. Alles klar. So, Technik. Obwohl, nee, komm. Donnerzorn. Jetzt reicht's. Batsch, bang, boom. Na seht, jetzt machen die mir um einen Schaden weniger. Oder vielleicht sogar gar keinen, wenn sie Pech haben. Und Multisprung. Und da sind sie auch schon tot. Und Leute, es geht sich leider um 2 Sternpunkte nicht aus, aber ich glaube, jetzt müsste nochmal... Kommen nochmal welche? Ah ne, doch nicht, schade. Ist natürlich jetzt blöd, aber sieht man, hier ist zum Glück eh ein Herzblock.
Hada! Hätte ich das vielleicht vorher mal gemacht, aber... Oh, Rachepulver, den halben Schaden der Leiter Angreifende. Und diese Stelle hier, naja, ist im Moment auch noch unwichtig. Wo sind wir hier eigentlich genau? Zwei Felsen, einer mit roten, einer mit blauem Bart, wie Brüder, oder? Der Kleine ist die Du und der Große, das ist Luigi, aber die schauen so böse. Naja, sind vielleicht Piratenfelsen, aber wo bitte ist Bartomp? Oh, Mario. Schätze, diese Geister haben mir ziemlich übel zugesetzt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Es tut mir nur leid wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Ich wollte sie nach der Landung auf der Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel, habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... mein Psychoblub. Tja, Leute, und jetzt müssen wir wieder einmal Backtracking machen, zurück zum Lager, die Flasche holen und ihn dann wieder bringen. Das ist wieder was, das ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man da immer so oft hin und her gescheucht in diesem Spiel. Das ist so etwas, was ich an Paper Mario jetzt nicht so toll finde, aber es geht ja nicht anders. Ja, bitte Mario, bring mir Psychoblub. Alter, der ist ja fast zum Verrecken, der Arme. Naja, dann werden wir ihm diesen Gefallen natürlich auf jeden Fall tun und ihm diesen Psychoblub bringen. Ich weiß gar nicht, war hier auch noch ein Sternsplitter? Ich glaube nicht mehr. Oder vielleicht doch? Nur bei den Palmen? Nee. Nee, hier ist sonst scheinbar gar nichts, weil jetzt habe ich alles untersucht. Boah, da fallen 12 Münzen ganz schön teuer, sich hier zu heilen, aber wenigstens ist hier netterweise ein Herzblock. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Was soll's? Nehme ich aber wieder Kupio, weil der kann ja alle Gegner angreifen. Ist halt schade, dass diese Orden nur für Mario wirken, für die Partner nicht. Kann man jetzt auch nicht ändern. Ah, seht ihr, das sind wieder welche. Also jetzt kriege ich mein Level aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und take this! Und Erdbebe! Take this! Yes! Das war cool. Und jetzt Panzerstoß. Schon wieder ein Schadenspunkt zu wenig. Mensch, wir haben doch Kraft Plus und Kraft Plus B. Was soll denn das? Wir haben sogar null Verteidigung. Also stirb gefälligst. Ist eh voll hässlich. Oh, Leute, endlich mal wieder ein weiteres Level Up. Die Sternpunkte haben ausgereicht. Juhu! Level Up! Oh yeah! Geil! So, Daumen hoch, Mario. Und Ordenpunkte werden jetzt erhöht auf 30. Wunderbar. 30 Ordenpunkte und jeweils 20 KP und BP und bei den nächsten Level-Ups investiere ich wirklich mal wieder in die BP, dass ich von denen mehr habe, weil ihr seht ihr, die ganzen Spezialtechniken, die brauchen ja doch ganz schön viel, wenn wir die Sparblüte-Orden jetzt nicht angelegt haben. Jetzt hätte ich ja wieder 3 zur Verfügung, aber was soll ich dafür nehmen? Was kann ich da nehmen? Also Eisschlag lasse ich auf jeden Fall, weil der ist super praktisch gegen diese Feuergegner. Erdbeben halt lieber auch. Und, naja, Charge P vielleicht, oder KP Plus für Mario? KP Plus P braucht er, naja, ich weiß nicht. Dann hätte Mario jetzt schon 5 KP mehr, oder aus welcher P? Was haben wir denn sonst noch so? Herzlein Glück gehabt, BP-Siegen, Herzfinder. Blumenregen wäre auch nicht schlecht. Nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Blüten, da kann ich ja eigentlich auch besser BP regenerieren. Dann nehme ich lieber den jetzt, den Blumenregen. Nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Blüten. Dann kann ich die BP nämlich so auch etwas besser auffüllen. Das ist sicher nicht verkehrt. Gut, dass ich den Ohren habe. Jetzt kommt er endlich mal zum Einsatz. So. Können wir hier gleich mal testen. Und diesen zwei Trotteln, wenn die hin sind, werden die ein bisschen mehr Blüten droppen. Erdbeben. Und Powerpanzer.
Ja, jetzt geben sie halt leider nur noch mal jeweils 2 Sternpunkte statt 3. War besser als gar nichts. So, und jetzt Achtung. Naja, auch nicht wirklich viel mehr Blüten, finde ich. Aber das kommt vielleicht auf den Gegner an. Manche geben mehr, manche weniger. Vielleicht habe ich hier jetzt noch mal etwas mehr Glück. Also immer noch dieser dumme Haarpanzer, ich will den nicht. Der erhöht doch nur die Verteidigung. Wer braucht schon Verteidigung? Oh, ein einzelner Gegner. Na, der wird was geben. Nämlich, genau, 2 Sterbepunkte. Lame. Ah, na, das ist schon viel besser hier. Richtig gut. So, Leute, wir sind wieder zurück. Und ausruhen, sich jetzt auszuruhen, bringt jetzt eigentlich nicht viel, aber hey, dann würde ich wenigstens den Hotelgutschein mal loswerden, hm? Ich ruhe mich doch lieber aus. Kostet ja jetzt auch nichts. 10 Münzen? Ja, von wegen, ich habe den Hotelgutschein. So, bitte genieß deinen Aufenthalt. Ja, gut geschlafen, fragt sie auch noch in dieser ollen Kaschemme hier. Naja. Es ist halt das Nötigste drin. Es ist ein Bett und das reicht jetzt zum Pennen. Man darf hier auf so einer verlassenen Insel nicht wählerisch sein. Mit Komfort und so. So, und seht mal, da sind sie alle versammelt. Jetzt gucke ich aber nochmal ganz kurz wegen dem Laden, ob ich nicht doch lieber was einlagern sollte. Lagern. Du kannst doch 25 Items lagern, das ist gut. Rachepulver, die Kokosnuss brauche ich jetzt gleich, werdet ihr schon noch sehen. Honischer Pilze, Kraftpunsch, das will ich eigentlich will ich ja alles behalten. Aber ich weiß nicht so recht, vielleicht gebe ich den Blütenthema ins Lager. Und, ja, das ist zum Heilen, Kraftpunsch brauche ich jetzt auch nicht wirklich, oder? Erhöhte Angriffskraft, ich meine, ja, ist zwar ganz nett, aber lassen wir mal lieber. Und das Rachepulver werde ich, glaube ich, sogar lieber verkaufen, das ist nicht so cool. Bringt aber auch nur 7 Münzen ein, naja, besser als gar nichts, jetzt habe ich wenigstens genau 100 Münzen. So, irgendwas kaufen hier, dann haben wir so ein Eishauch, Feuerblume, Hörungssirup, nee, komm, brauche ich alles nicht, ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. So, was ist denn hier los? Ah, der gute Bartump. Und, was macht Bartump? Wie geht es ihm? Naja, nicht so gut. Ich mache mir echt Sorgen um Bartump, hoffe nur, es geht ihm gut. Ich habe so einen Hunger, aber wir haben ja wirklich nicht mehr viel Proviant. Was Bartump wohl gerade macht, oder ist er am Ende? Das kannst du laut sagen. Oh, da seid ihr ja. Wir haben uns wirklich gesorgt. Dachten schon, ihr seid per Du, aber jetzt sind wir ja wieder alle. Hm? Sag mal, fehlt da nicht einer? Stimmt. Bartump hat uns für den Geistling gerettet, aber er wurde gefangen. Leute, bitte Leute, wir müssen Bartump retten. Großartig, Bartump lebt also auch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bartump, könntest du da vielleicht wieder? Hä? Was? Psychoblub? Sowas haben wir nicht. Aber sag mal, wofür braucht ihr denn das? Was? Bartump liegt im Sterben? Das ist sein letzter Wunsch? Wenn es der letzte Wunsch eines Sterbenden ist... Also gut, eigentlich ist es mir, aber Bartump soll es haben. Also den Satz kapiere ich überhaupt nicht. Eigentlich ist es mir, aber Bartump soll es haben. Also entweder müsste da jetzt stehen, eigentlich ist es mir egal, oder eigentlich ist es meins. Also irgendwie der Satz ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber halt! Auch dieses Psychoblock gehört zu meinen, unseren knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden. Am besten wäre es, wenn du auf dieser Insel etwas zu essen finden würdest. Bring uns Essen und du kannst die Flasche zu Bartum bringen. Ja, und warum glaubt ihr wohl, habe ich eine Kokosnuss dabei? Also, was hast du Schönes mitgebracht als Gegenleistung für das Psychoblock? Du weißt doch noch, um was ich dich gebeten habe, oder? Ich wollte eine Spezialität dieser Insel, die einen Gourmet zufriedenstellt. Naja, dann guten Appetit. Ah, eine Kokosnuss. Lass mich überlegen. Eigentlich trifft das ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bartum sollte die Flasche haben. Also los, nimm sie schon. Einen Psychoblub erhalten. Corsarios bester Tropfen. Oder gehört er Bartum? Auf diesen Genuss hatte ich mich sehr gefreut. Es wird Bartum sicher munden. Ja, scheint einfach eine Flasche mit Wein zu sein. Oder irgendwie so. Ne? Psychoblub. Bester Tropfen. Ja, sieht aus wie Rotwein.
Sieht aus wie Rotwein. Dann soll er halt noch einen trinken, bevor er dahin scheidet. Das ist natürlich jetzt extremst traurig. So, wir geben jetzt ein bisschen Gas mit Blaze. Wir müssen jetzt natürlich wieder alles zurück. Obwohl, Leute, der Part ist jetzt eigentlich vorbei. Und deswegen werde ich das so machen. Ich werde den nächsten Part genau an der Stelle beginnen, wo wir Bartum ja zurückgelassen haben, bei diesem Palme da hinten, weil jetzt nochmal den ganzen Weg nochmal zeigen, ist ehrlich gesagt ein bisschen langweilig für euch, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen, ja, ich mache das jetzt einfach mal so, ich werde sie speichern und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder bei Bartum und da gehen wir in den Psychoblum. Dann werden wir ja sehen, ob wir vielleicht doch noch irgendwas für ihn tun können. Also, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Macht's gut, Leute, und tschüss!